ein großartiges Leben ist für mich, dass ich die Möglichkeit habe, mit dir jetzt hier zu sitzen, über die Themen zu sprechen und dass ich sogar die Möglichkeit habe, dass die anderen Anteile von mir das auch noch erfahren. Also ich finde das wundervoll. Das ist für mich ein großartiges Leben. Dankeschön. You can fly higher than the sky. Know you could. Bernd, so heiße ich. Ich bin spiritueller Coach. Das Thema Bewusstsein und Bewusstseinsebenen ist so mein, da lege ich den Hauptfokus drauf. Mit 18 damals habe ich mir das erste Kartendeck gekauft und war schon immer fasziniert von dem Orakel der Karten. Und ich nutze ja dann auch einfach den ganz, ganz klar das Coaching, also das ganz klassische Coaching aus der positiven Psychologie. Es gibt ja den Ausdruck des Satoris. Das ist aber, das Satori ist eher ein wie so ein Lichtblick, eine tiefe Erkenntnis, die man vielleicht für ein paar Stunden hat oder vielleicht auch einen Tag oder auch zwei Tage. Aber bei mir war das ein tieferes Satori, das heißt, es war eine Art No-Mind-Erfahrung. Und in dem Zustand war ich fast eine Woche ganz intensiv und fast zwei Wochen. Und durch diese verschiedenen Bewusstseinsebenen, die ich erstmal dann durchdrungen habe und die sich dann beim näheren Betrachten aufgelöst haben auch noch, habe ich natürlich über die eigene Natur und über das, was wir Menschen alles darstellen, in einen ganz neuen Einblick bekommen. Dieses Bewusstsein, dass alles eins ist, dass der andere auch sozusagen ein Teil von mir ist und dass ich ein Teil vom anderen bin, das heißt, es ist eine Art Selbstbegegnung, die da stattfindet, ist natürlich was Wundervolles. Da fallen mir die Worte Buddhas ein, wie er in die Menge geschaut hat damals, das steht ja auch in seinen Lehren drin, dass er einfach nur alle, er sieht nur einen lauter Buddhas vor ihm sitzen, also er sieht nichts anderes, es gibt auch nichts anderes. Und eben meine Message ist einfach so, dass die Bewusstseinsebenen, von denen allen sprechen, von denen viele sprechen, dass die in der Form gar nicht existieren. Also wir sind der fließende Übergang. Das ist das, was wir darstellen. Das ist ja immer was Wundervolles, wenn so viele Menschen zusammenkommen, die denselben Durst oder dieselbe Hoffnung und dieselbe Liebe auch im Herzen tragen. Ich möchte einfach ich möchte ein paar Missverständnisse, die ich glaube, die existieren, begegnen und da einfach auch ein bisschen aufräumen und Klarheit reinbringen. You can fly higher than the sky, shine brighter than the stars, you have all you ever wanted, you know you could.
Super. Dass die Bewusstseinsebenen wirklich, dass die in dem Fall nicht existieren, dass wir niemals, egal wie wir uns fühlen und was wir gerade machen, auf einer niedrigen Bewusstseinsebene sind und wir müssen wieder auf eine hohe kommen. Und, das ist alles völliger, also für mich eigentlich Quatsch. Deswegen ist es mir ein Anliegen, das zu vermitteln. Mhm. Du hast es schon angedeutet, aber wie findest du denn die Idee, dass wir wirklich verschiedene Denker und Macher auch aus unterschiedlichen Bereichen zu einem Thema auf Mallorca zusammenbringen? Ja, ich finde die Idee sehr gut. Das ist, ich habe es vorhin schon mal einfach angedeutet, das ist auch wieder, dass ich dem auch wieder mit einer gewissen Hingabe begegne. Dass wenn dieser Kongress stattfindet, dann ist es einfach, wie soll man sagen, dann ist es einfach so da entwickelt sich auch wieder so ein gewisses Bewusstseinsfeld und alle Menschen, die Interesse verspüren, sich dem zu öffnen, die werden sich auch einstellen. Ich finde es super, ich finde es wunderbar. Und ich freue mich auch drauf. Ich bin ja die ganze Woche anwesend und werde auch meine Bücher vorstellen. Und das heißt, ich laufe da auch rum. Und helfe ja auch mit, wo ich mich auch darüber freue, dass ich da ein bisschen mithelfen kann. Und ich werde die Woche selber auch genießen. Und wenn ich mal Zeit habe, kurz, dann werde ich auch mal die anderen Vorträge besuchen. Die Möglichkeit wird sich sicher ergeben. Wir freuen uns riesig, dass du mit dabei bist. Ja, finde ich schön. Und dann sehen wir uns 2017. Ja, you can fly higher than the sky. You know you could.